Hey und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video und ich befinde mich hier gerade in dem A350, den wir mal vor einigen Streams gebaut haben und ich hatte einfach mal meine Replays noch durchgeschaut und habe entdeckt, ja von dem A350, da sind halt noch ein paar dabei und jetzt habe ich mich einfach mal hingesetzt und die so zusammengeschnitten, dass da eine schöne Kamerafahrt vom Bau entsteht. Ich bin hier übrigens gerade in der First Class. Und ja, ich werde euch das Ganze jetzt dann einfach mal zeigen. Kurze Anmerkung noch, ich habe jetzt keine Aufnahmen mehr von dem Frachtraum gehabt, wie der gebaut wird. Das werde ich euch dann vielleicht nochmal kurz am Ende zeigen, falls euch das interessiert. Falls ihr natürlich die Streams gesehen habt, müsst ihr euch das dann nicht mehr angucken. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit diesem Replay.
So, also ich hoffe mal, das Replay hat euch jetzt gefallen. Ich gehe mal ganz kurz hinter zum Frachtraum, weil ich euch den ja noch kurz zeigen wollte. Das hier war übrigens das Klo, da wollte ich nicht hin. Hier hinten, da müssen auch noch ein paar Itemframes ran. Und falls sich irgendjemand das fragt, ob es denn das Flugzeug zum Download geben wird, ja, wird es aber erst beim nächsten Townex Map Download. Also wir haben ja momentan noch eine alte Version zum Download nur. Das werden wir aber wahrscheinlich demnächst mal updaten. Und dann könnt ihr euch einfach quasi die gesamte Map mit Flugzeug runterladen, falls ihr die irgendwie haben wollt. Hier sind wir jetzt übrigens im Frachtraum. Da ist diese Frachtklappe. Ja, hier kann man einfach so ein bisschen was abstellen. Das sind so ein paar Säulen, also eigentlich nichts Krasses. Hier noch so ein paar Tanks und da vorne der Treibstofftank. Ja, wirklich nicht mehr viel. Ansonsten würde ich sagen, ich gehe jetzt wieder hier raus. Und dann würde ich doch auch sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss. Und ich habe da gerade noch irgendwas hingeklatscht, damit es ein bisschen besser aussieht mit dem Fahrwerk, aber egal.